Willkommen zurück bei Mission Perseus. Eigentlich dachte ich, dass die letzte Folge schon die letzte Folge auch ist. Wir haben einen harten Endkampf bestritten gegen diesen Söldneranführer und jetzt haben wir den Captain gesehen. Bloß komischerweise hat sich in dem Moment die Tür hier auch geschlossen. Ah. Helis von Delta Force im Anflug. Auf geht's! Und Munition und Medikits. Hast du gerade geschossen? Ja, hast du. Ich dachte, den haben wir. Ich laufe nochmal zurück, wenn es okay ist. Ich renne trotzdem mal schnell zurück. Du schaffst das schon alleine. Die sollten schon auf uns den ganzen Tag warten. Auch wenn ich glaube, dass unser Freund hier gleich auch die Biege machen wird. Ja, die Musik ist cool. Wow. Einer down. Alter, ich muss hier zu viel einstecken. Alter, wie viel kommen denn hier noch?
der Helikopter. Okay, er wartet auf uns. Ich würde trotzdem gern mal hier reingucken. Helikopter traue ich ja nicht so wirklich. Und eigentlich sollten die das auch mal lernen, dass es keine gute Idee ist, uns mit einem Helikopter rauszuholen. Glückwunsch! Bonusmissionen wurden freigeschaltet und jetzt sind jetzt im Hauptmenü verfügbar. Hä? Shen? Haben Sie echt gut gemacht. Wenn das vorbei ist, braucht das Team einen neuen Lieutenant. Ich glaube, Shen wäre dafür, dass Sie das sind. Vier Missionen Perseus. Tja, das war dann doch dieses eher abrupte Ende, wo man doch wieder mehr Fragen als Antworten bekommen hat. Wer soll dieser zweite Kommandant sein? Unser Hauptziel haben wir erreicht, wir haben die DNA vor den Söldnern geschützt und haben sie jetzt selber. Aber gut, Alma hatte ziemlich wenige Auftritte insgesamt. Trotzdem fand ich das Add-on besser als das erste insgesamt gesehen, muss ich sagen. Es war auch sehr actionlastiger, möchte ich meinen. Aber irgendwie ist man jetzt unbefriedigt zurückgelassen worden. Vielleicht war geplant, dass das im Teil 2 noch weiter ausgebaut wird, aber dadurch, dass es da irgendwie einen Streit gab, sind das ja verschiedene Zeitlinien oder Parallelsachen jetzt praktisch geworden. Und ich bin gespannt, wie es dann in Teil 2 weitergeht. Und Teil 3 habe ich jetzt auch schon seit ein paar Wochen, habe ich mir geholt. Soll zwar nicht mehr so gut sein, aber ist mir egal, ich möchte die Reihe durchspielen. Und wenn es nicht mehr so viel Horror ist, kann es mir nur recht sein. Gut, dann sehen wir uns, denke ich mal, in den Bonusmissionen wieder. Jo, mal gucken, wie das so wird. Spitze, bedanke mich. Bis dann.
Nicht vergessen, außer mir rührt keiner die Quelle an. Wir haben Morrison. Verluste? Akzeptabel.